Jungs, zieht euer Jesse, komm! Ob du wirklich richtig fährst, siehst du, wenn das Licht angeht. Boah! Jawohl, Basti! Läuft das den Zitronen, Junge! Ja, gib Gatte, Junge! Willkommen zum neuen Video. Ich bin gerade auf dem Weg nach Oberhof, denn dort findet dieses Wochenende der EXS Rookies Downhill Cup statt. Ich darf leider nicht mitfahren. In Oberhof gibt es keine Open-End-Klasse. Ist halt so. Juckt mich auch wenig. Ich freue mich trotzdem riesig auf das Wochenende. Justin ist wieder am Start und ein paar Kids aus dem SSV. Ich werde mich ein bisschen um die Kids drum kümmern, mir mal die Strecke anschauen und den Leuten oder den Kids besser gesagt mal ein paar Tipps geben und halt das ganze Wochenende dort verbringen. Ich zeige euch einfach mal, was so abgeht. Heute Abend, wie gesagt, geht es auf den Trackwalk, der ist heute. Aber bis 19 Uhr ist normaler Bikeparkbetrieb, das heißt, wir haben es jetzt um 2. In einer halben Stunde bin ich ungefähr oben, dann kurz auf dem Campingplatz einrichten, umziehen. Und ab aufs Radl. Vielleicht kann ich mir sogar schon die Downhill-Strecke mal vorher anschauen, dass ich ein paar Runden schon mal drehen kann. Wer weiß, also steht zumindest drin ein normaler Bikeparkbetrieb. Mal schauen, was mich erwartet. Und dann werden mit Justin, da kommt nachher auch noch ein paar Bikepark-Labs gezogen. Das E-Bike habe ich auch am Start. Ich möchte unbedingt mal das E-Bike im Bikepark ausprobieren. Interessiert mich mega. Aber jetzt erstmal eine halbe Stunde hochfahren. Ich habe leider einen LKW vor mir. Kann noch eine Dreiviertelstunde werden, je nachdem, wann ich endlich mal überholen kann. Bis gleich. Gleich die ersten paar Meter haben sich echt gut angefühlt, beziehungsweise ein bisschen ungewohnt, weil ich echt überrascht war, wie dieses Rad funktioniert. Also ich war echt mega überrascht. Es ging übelst, also wirklich ungelogen, übelst gut über die Sprünge. Es hat sich angefühlt wie mein Enduro-Rad bzw. mein Downhill-Rad. Also ich hätte definitiv noch schneller fahren können. Also es hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Also über Drops, allem drum und dran, auf den großen Table am Ende der T-Boot-Line überhaupt keine Probleme, wo ich mir vorher gesagt hatte, puh, geht das mit dem E-Bike? Ja, es geht, also es ist überhaupt kein Problem. Danach sind wir ein bisschen auf die Enduro-Trails gegangen, da muss ich sagen, ich habe mich noch nicht richtig, oder da muss ich wirklich zugeben, ich habe mich noch nicht richtig um das Fahrwerk gekümmert. Hier war es definitiv zu hart dafür. Es hat mich gerade hintenrum um Dämpfer rum übelst oft hin und her geblädert, auch vorne. Ich verliere öfters den Grip, also zumindest habe ich das jetzt in dem Bikepark gemerkt, dass ich vorne den Grip verliere. Luftdruck passt auf jeden Fall, was die Reifen angeht. Ich muss definitiv was an der Gabel ändern. Ihr seht hier, schöne aufs Maul geflogen. Keine Ahnung, was passiert ist. Einfach weggerutscht, keinen Grip bekommen. Danach nochmal eine Runde Flow Trail. Wie gesagt, ich bin das Ganze in Eco quasi gefahren, beziehungsweise auch den Berg hoch gefahren, aber runterwärts braucht man ja keinen Strom und es macht einfach mega Gaudi. Das Gewicht des E-Bikes ist kaum spürbar, es liegt mega in den Kurven, es rollt so super gut. Justin hier vorneweg, super Bike, also ich kann mich. Ich glaube, ich habe mein neues Lieblingsbike oder mein zweites Lieblingsbike gefunden. Dieses Rad werde ich auf jeden Fall auf jeden Biketrip
den ich jetzt in nächster Zukunft machen werde, mitnehmen. Ab geht's auf die Jumpline. Da war ich noch ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, bin hier ein bisschen über die Gelben drüber, weil ich gedacht habe, okay, E-Bike. Aber normalerweise hätte ich noch mal eine Runde hochfahren müssen und die ganzen roten Dinger mitnehmen müssen. Es wäre definitiv mit dem E-Bike gegangen. So geil. Dann nach dem Abrot ging es auf den Trackwalk. Vorneweg möchte ich euch sagen, es hat sich wirklich nicht viel verändert. Also die Strecke ist im Grunde genommen genauso wie der Bikepark, beziehungsweise so wie die letzten zwei Rennen, falls ihr die schon mal gesehen habt, wo es nachher eine Kurve raus auf dem Reason Trail geht. Sie haben im ersten Drittel, würde ich mal sagen, zwei neue Anlieger reingegossen. Und die ganze Strecke war einfach ein bisschen breiter abgesteckt. Aber ansonsten hat sich an der ganzen Strecke nicht sehr viel verändert. Es ist einfach der komplette reine Bikepark. Trotzdem schaut man sich bei jedem Trackwalk die Linien an. Man trotz der Saison, auch wenn es immer wieder die Bikepark-Strecke ist, an dem Freitag konnte man den ganzen Tag noch auf der Strecke trainieren. Also sie war dann am Freitag schon abgesteckt und da sind natürlich einige Fahrer da drüber geballert. Dadurch hat sich die Strecke enorm verändert. Deswegen Trackwalk immer wichtig, egal ob ihr die Strecke kennt oder nicht. Wenn diese Zeit gegeben ist für den Trackwalk, nutzt sie. Schaut euch die Strecke genau an, weil die meisten, die in den Bikepark fahren, fahren einfach die Strecke runter, denken, sie können sich so die Strecke einprägen. Aber wenn ihr mal die Strecke von oben nach unten lauft, merkt ihr enorm oder könnt ihr Stellen sehen, die ihr sonst so nicht seht. Was machen Sie da? Die YouTuber unterwegs. Ich würde drüben lang fahren. Das gehört, ich bin am Freitag da drüben lang gefahren. Wenn der Fritz hier morgen mit ob du wirklich richtig fährst, siehst du, wenn das Licht angeht. Unten natürlich, wie gewohnt in Oberhof, ein riesiges Drehstück. Also ich würde es versuchen, komplett durchzulatschen. Am Abend hat es uns dann mit dem Regen überrascht. Wir haben gehofft, dass die Strecke dann ein bisschen flowiger wird durch die Nässe, aber leider Gottes hat das nichts gebracht. Und ich habe die GoPro just immer drauf geschnallt und der zeigt euch jetzt mal die komplette Strecke. Leider hat er es nicht geschafft im Training einmal komplett durchzufahren, deswegen schneide ich euch das Ganze ein bisschen zusammen. Trotzdem viel Spaß dabei.
Schrauben auf dem Event ist immer wichtig, beziehungsweise Rennen. Reifen, Kette, Bremsbeläge, alles muss mal kontrolliert werden oder sogar verändert werden, gehört einfach mit dazu. Dann ging es ab zum freien Training. Und dann waren die Quali-Läufe. Justin auf Platz 4, mega gut gefahren. Max Müller, Platz 1 in der Quali, super. Veranstaltungen auf so einem Event gehören immer dazu. Wir haben die Federbälle ausgepackt und haben ein bisschen Federball oder Badminton oder wie man es auch immer nennen will, ein bisschen gespielt und uns so den Abend vertrieben. Sonntag ist Renntag, ab ging es auf die Rennen. Leider ist es für unsere Fahrer nicht ganz so gut gelaufen, beziehungsweise alles in Heile unten angekommen. Justin Platz 5 am Ende, knapp am Podium vorbei, hat mir echt leid getan. Max Müller Platz 1, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Auch die Leute aus dem SSV sind gestartet, die sind im Mittelfeld gelandet, auch da herzlichen Glückwunsch. So, das war's aus Oberhof. Der Camper steht wieder bei mir daheim. Ich habe schon wieder alles ausgeräumt. Jetzt daheim noch ein bisschen Wäsche waschen. Und dann war's das auch schon wieder mit dem Wochenende. In 2 Wochen geht's nach Steinach zum EXS Downhill Cup. Freue ich mich auch wieder mega drauf. Das Wochenende war ganz cool. Wir hatten leider 2-3 Ausfälle. Die konnten dann leider den Rennlauf jetzt in Oberhof nicht mehr fahren. Passiert, gehört leider zum Rennsport dazu. Auf alle Fälle, wie schon gesagt, mega geiles Wochenende, hat wieder mal mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Vielen Dank an Oberhof, die das möglich gemacht haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so wäre, Like und Abo nicht vergessen. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis denn.